Der von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Nahostplan hat in den Palästinensergebieten Empörung ausgelöst. Insbesondere für Ablehnung sorgt, dass dem Entwurf zufolge die Hauptstadt eines Palästinenserstaates in Vororten von Ost-Jerusalem liegen soll. Jerusalem würde demnach die ungeteilte Hauptstadt Israels sein. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Vereinigten Staaten den wirtschaftlichen Abschnitt ihres Plans vorgestellt, in dem den Palästinensern Finanzhilfen in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt werden. Ich möchte Trump und Netanyahu mitteilen, dass Jerusalem und unsere Rechte weder zum Verkauf noch zur Verhandlung stehen. Dieser verschwörerische Plan wird nicht durchkommen, so Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Trump sprach von einer realistischen Zwei-Staaten-Lösung. Wir rufen die Palästinenser auf, die Herausforderung des friedlichen Miteinanders anzunehmen. Ich hoffe, dass die Palästinenser das annehmen und gemeinsam mit Israel eine Zukunft mit Wohlstand und Frieden bauen. Trump veröffentlichte eine Karte, auf der er darstellte, wie ein Palästinenserstaat aussehen könnte. Dieser wäre von Israel umschlossen. Für eine Verbindung zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland soll ein Tunnel sorgen. Die islamistische Hamas ist dem US-Entwurf zufolge zu entwaffnen. Der Gazastreifen soll ein entmilitarisiertes Gebiet werden. Die endgültige Stellung Jerusalems ist, wie wir in der Vergangenheit bereits gesagt haben, eine Frage, die zwischen den beiden Parteien ausgehandelt werden muss, sagte der Sprecher von Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. Trump betonte, er werde immer an der Seite des Staates Israels und des jüdischen Volkes stehen. Es sei Zeit für Frieden, schrieb der US-Präsident.